Zuletzt bei Hogwarts Legacy. Sebastian brachte Ominous und seine Schwester Anne zur Katakombe, in welcher er das Relikt gefunden hat, mit welchem er seine Schwester heilen will. Leider ist dieses Relikt dazu gemacht worden, eine große Menge an Inferi zu erschaffen, und Sebastian war nicht in der Lage, sie mit dem Relikt zu kontrollieren. Als sein Onkel Solomon kam, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, duellierten sich die beiden und Sebastian sprach den unverzeihlichen Todesfluch und brachte seinen Onkel um. Anne floh mit der Leiche ihres Onkels und Sebastian ist nun komplett aufgelöst. Erinnert euch noch an die Ruine, in welcher wir den letzten Part direkt beendet hatten und ich sagte, ich gucke mich hier noch ganz kurz um. Wie sich rausstellt, ist dort ein weiteres Rätsel. Und zwar auf einer Insel sind wohl irgendwo 9 Glocken und mit denen müssen wir eine bestimmte Melodie spielen. Ich würde sagen, wir suchen mal diese Insel. Eine Schatzkarte? Ja. Und dann schauen wir mal weiter, Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit und Lust auf die Harry Potter Welt mitgebracht. Und ich muss mich jetzt hier nochmal ganz kurz umgucken, weil hier muss Incendio hin. Da muss Levioso hin. Okay, es gibt nur die beiden. Alles klar. Wartet mal. Dann schauen wir mal ganz kurz nach, ob ich da oben an den Kollegen rankomme. Nee, irgendwie nicht, ne? Okay, wie komme ich da hoch? Das ist jetzt die große Frage. Kann ich auch hier vielleicht irgendwo in die Wand rein? Weil das Ding ist, hier drüben konnte ich ja auch in die Wand rein. Ne? Wobei mir das tatsächlich nicht mehr angezeigt wird. Aber jetzt schauen wir mal nach. Na, jetzt nehmen wir erstmal dich hier mit. Na, dann spazieren wir nämlich jetzt erstmal wieder raus. Oh, what? Okay, das öffnet sich nur aus einer Richtung, alles klar. Aber dann hätten wir quasi schon mal den ersten Würfel. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich das alles tue. Ne, also, ich mache das zwar alles hier, aber ich weiß noch nicht so ganz, warum. Ne, und dann schauen wir einfach mal nach. Ich würde halt irgendwie echt gerne darüber kommen. Aber das ist eindeutig zu weit weg. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da vielleicht auch so aus einer... Warte mal, kann ich vielleicht da unten rein? Na? Warte mal, vielleicht ist ja hier irgendwas. Irgendwie, irgendwo. Nee, auch nicht. Aber da ist ein Gang eingezeichnet. Da ist ein Gang eingezeichnet auf der Karte. Exakt hier. Aber wie komme ich da rein? Na, ich sehe, dass da ein Gang ist. Jetzt passt mal auf. Vielleicht reicht das, wenn wir uns hier einfach den Würfel dahin tun und den entzünden. Vielleicht reicht das aus. Nee, ich glaube, wir brauchen schon Incendio dann, oder? Moment. Schauen wir mal nach. Nee, es reicht leider noch nicht aus. Ich brauche schon den Würfel von da oben. Ha. Okay, Freunde. Jetzt wird es interessant, weil mir jetzt dann langsam die Infos flöten gehen. Ich kann aber nochmal hier rein. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Irgendwo muss ich ja hier was finden, was ich brauchen kann, oder? Hoffentlich. Ich meine, deswegen mache ich das Ganze. Pass mal auf. Entzünde ich mal dich. Ah, das ist eingefroren. Das ist ja auch ärgerlich. Okay, aber das juckt die irgendwie nicht. Ha. Okay. Also das ist jetzt nur so ein kleiner Nebenraum, den ich jetzt aber nicht zwingend brauche. Dann gehen wir nochmal hier raus. In was für einer Schatzsuchergegend sind wir denn hier gelandet? Absolut crazy, ne? Also irgendwie eine Schatzkarte jagt die nächste. Eine Rätselruine jagt die nächste. Ganz, ganz, ganz skurril, was hier los ist. Aber ich meine, um hier reinzukommen, ich verstehe schon, müssen wir die Würfel hier platzieren. Der Würfel ist einfach despawned. Großartig. Aber ja, ich suche mal weiter, Freunde. Ich suche mal weiter, ob ich irgendwie an diesen Würfel da oben rankomme. Weil solange ich an den nicht rankomme, brauche ich hier gar nichts tun. Akio ist es! Oh mein Gott! Freunde, Akio ist des Rätsels Lösung. Nein, du sollst nicht da drauf. Entschuldigung.
Da sollst du drauf. Genau, weil hier zum Mitzer nehme ich einfach ganz kurz Levioso. Und dann passt das. Wunderbar. Aber jetzt muss ich mir tatsächlich nochmal von hier den Würfel mitnehmen. Weil der aus irgendwelchen Gründen sich gesagt hat, ich bin raus. ich verschwinde mal ganz kurz. Dann müssen wir die kleine extra Runde hier gehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum wir das alles hier tun. Also wahrscheinlich, ich sehe es schon kommen, das ist wahrscheinlich irgendwie Teil von irgendeiner anderen Quest. Warum leuchtet der so schwarz? Das ist auch gruselig. Na, wahrscheinlich hätten wir eigentlich erst irgendwann viel später hierher kommen müssen. Na, aber was soll's. Sehr gut. So. Damit ist hier das Ganze auf. Und wir kommen noch weiter hier in diese Ruine. Von der ich beim besten Willen keine Ahnung habe, warum ich hier bin. Es sieht wunderschön aus, wirklich. Muss man echt sagen. So, und das bringt mich... Warte, wieder an den Anfang? Wow. Wow, are you serious? Das war alles einfach nur ein Rückweg? Einfach nur ein riesiger Rückweg? Bro. Hier halte ich lieber die Augen offen. Ja. Da hüpfe ich nämlich drüber, sonst wäre ich da wieder in die Wand gesaugt worden. Ich sehe ganz genau, was hier abgeht. Dann kann ich nämlich hier schon mal die Kiste aufmachen. Ich habe immer... Irgendwo gibt es hier, glaube ich, immer noch eine Kiste, die ich für die 100% brauche. Ich weiß nur noch nicht ganz, wo und wie ich da rankomme. Na, aber... Ja, wir gucken mal Stück für Stück nach. Oh. So, ich glaube, wenn ich die Karte richtig sehe, dann ist unser nächstes Ziel auf jeden Fall hier oben. Das ist nämlich exakt die Insel. Und das würde auf jeden Fall passen. Das habe ich schneller herausgefunden. Ich habe es jetzt hier aber mal ganz kurz noch Nacht gemacht, weil ich gesehen habe, dass wir hier tatsächlich noch einen Astronomiealtar hier oben haben. Und ich glaube, von denen brauche ich noch ein bis zwei. Hier ist eine der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Ja. Damit ich quasi auch da in unseren Herausforderungen die 100% bekomme, Guys. So. Dann schauen wir mal nach. Dann drehe ich dich. Ich glaube, ich muss dich so in... Ja, in die Richtung drehen. Let's go! Der Schütze. Hat mir sowas nicht schon mal... Vielleicht hat mir ein Zentaurin, ich weiß es nicht. Diese Sternzeichen sehen eh alle gleich aus. Aber Herausforderung abgeschlossen. So, brauche ich jetzt noch mehr? Oder war das schon die gesamte Herausforderung? Das ist jetzt die große Frage. Ah, nein. Da müssen noch mehr kommen. Da müssen noch mal 5 her. Aber das ist absolut kein Problem. Ich habe mich jetzt übrigens dazu entschlossen, dass ich das Kartenvervollständigen eher in... Wer hier wohl gelebt hat. Ups. Eher offscreen mache, ne, dass wir ein Stück für Stück die Herausforderung machen. Weil ich habe irgendwie für mich jetzt festgelegt, dass ich jetzt mich vor allem noch auf die Story konzentrieren will. Ich will die Nebenquests noch machen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir einfach jetzt so Stück für Stück von dem Game alles gesehen haben, was es zu bieten hat. Und die wirklich einzigartigen Sachen, die wir uns noch angucken müssen, das sind die, die sich sozusagen in den Quests befinden. Denn da ist dann doch immer noch ein bisschen was Eigenes los. Und Dinge, die man vielleicht zuvor noch nicht gesehen hat. So. Versuche es mir nicht allzu einfach zu machen. Okay. Wir schauen mal. So, jetzt passt mal auf. Wir nehmen jetzt gleich mal hier die Truhen mit. Ne, weil hier sind wieder zwei Truhen eingetragen. So, zack. Wie gesagt, da haben wir, glaube ich, schon mal Truhe Nummer 1. Jawollo. Und dann düsen wir kurz darüber ins andere Zelt, weil die treffen mich ja nicht. So. Aber hier ist doch irgendein einzigartiger Charakter. Du. So, dann fahren wir dich kurz ab. Mit einem stabilen Avada Kedavra. So, und ich glaube, da mache ich auch an der Stelle schon wieder den Schuh. Jetzt passt mal auf. Irgendwo hier müssen Glocken sein, habe ich das Gefühl. Ne, aua. Die treffen mich da oben. Was für Schweine. Oder ich bin hier noch nicht ganz richtig. Jetzt passt mal auf. Ich aktiviere mal ganz kurz hier unten die Flamme. Aber das müsste eigentlich schon passen. Weil wenn wir in unser Inventar schauen, ne, auf die Questgegenstände, hier, das ist sehr, sehr, sehr zentral auf der Insel. Also, vielleicht bin ich aber noch nicht ganz da. Vielleicht muss ich quasi noch ein bisschen weiter runter. Nein, das muss doch dieses Schloss sein, oder? Ha, das muss dieses Schloss sein. Der Rest ergibt sonst keinen Sinn. Die Frage ist nur, ob die Glocken halt draußen irgendwo sind oder ob hier noch irgendwie sowas wie ein kleiner geheimer Eingang oder sowas ist. Das kann ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Ah! Freunde! Ich habe unsere Glocken gefunden.
Alles klar, so. Ich habe nur das Gefühl, ich muss es hier erstmal ein bisschen aufräumen, bevor wir uns hier in Ruhe umgucken können. So, pass mal auf. Dann machen wir jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen Randale. Na? Damit wir hier uns mal ganz in Ruhe umgucken können. So, ich muss einen der Soldaten schweben lassen, um seinen Expulso zu unterbrechen. Ne? Nö, tatsächlich nicht. Fühle ich jetzt noch nicht so, muss ich sagen. So, wir werfen auch wieder Gegenstände auf alle, weil das einfach so richtig schön viel Schaden macht. So, du gehst auch flöten. Sehr gut. So, und du da oben, du machst, du hast ja auch eine ganz dicke Hose an, ne? Ist was mit dir? Oh yeah. Okay, so. Warte mal, der da oben steht immer noch. Du stehst noch? Aufpassen, ne? Oh, du hast Glück, dass ich gerade meine Avada Kedavra nicht ready habe. Oh mein. Ah, da hat's kurz am Rücken gejuckt. So. Hier, diese Glocken muss ich abschießen. Und jetzt müsst ihr dann nur uns merken, welche wir spielen müssen. Okay, ich merke mir das einfach mit Nummern, okay? Das ist 2, 5, 2, 5, 7, 6, 5. Okay, ich mache erstmal die. 2, 5, 6. Verdammt. Mal 2, 5, was? 7, 6, 7? Nee, oder 2, 5, 7, 6, 5 was, glaube ich. Ich glaube, das war es. Einen Moment. 2, 5, 7, 6, 5. Okay, warte mal. 7, 6, 5, 9, 8, 6. 7, 6, 5, 9, 8, 6. 7, 6, 5, 9, 8, 6. 7, 6, 5, 9, 8, 6. Als ob! Als ob! Als ob man da einfach das Harry Potter Theme spielt! Ich dreh hohl! Ich dreh hohl! Oh mein Gott! Was ein geiles Easter Egg! Wow! Okay. Dieses Lager gefällt mir gar nicht. Okay. Mega! Ey, das werden so viele Menschen nicht entdecken. Das ist so ein Easter Egg, was so wenige Menschen mitbekommen werden, dass das überhaupt existiert. Vor allem so unerwartet. Also ich hab halt gar nicht auf die Noten geachtet. Ich meine, so ganz grob kann man sich ja schon so Noten vorstellen, aber ich habe wirklich kaum bis gar nicht drauf geachtet. Und dann spielt man da eiskalt das Harry Potter Theme. Ja, ich dreh hohl. Ja, ich dreh hohl. Wie cool ist das denn? Wie mega ist das denn? Vor allem, es fing dann so langsam an und ich war dann so, Moment mal, wird es das jetzt? Wird es das nicht? Ist es das, was ich denke? Ah. Oh mein Gott, es ist so. Oh, das ist mega. Das macht mich richtig glücklich. Oh, das macht mich wirklich richtig, richtig glücklich. Ich sag's, wie es ist. So. Dich hätte ich gerne. Die Turmspitze. Sehr schön. So muss das. Weil hier im Dorf gibt es nämlich einige kleine Kisten, die wir noch sammeln müssen. Und dann werde ich auch diese Nebenquest, die sich hier befindet, noch annehmen. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen, ne? Hallo Homura. Wir müssen mal wieder in jedes der Häuser einbrechen. Sehr gut. Um an die Kisten ranzukommen. Ich warte immer noch auf den Zauber, der mir die Türen direkt öffnet. Aber ich glaube nicht, dass ich den noch bekomme. Die Hoffnung an den habe ich aufgegeben. Dafür muss man das Spiel auf leicht durchspielen. Du gehörst mir, Demigeist. Was? Demigeist? Demigeist, Demigeist, Demigeist? Ah, hier hinten. Ja, hallo. Das ist sehr aufmerksam von dir, liebe Celine, dass du mich auf den Kollegen hier hingewiesen hast. Ich hätte nicht mitbekommen, dass wir uns hier in einer Demigeist-Hütte befinden. Aber, Freunde, die Dame denkt mit, oh, das kriege ich von hier hinten gar nicht auf. Was ist das hier für ein verrücktes Haus, Alter? Wer baut sowas? Ah, und hier kann ich auch direkt rein.
Sehr schön. Da nehme ich mir die ruinierte hohe Treppe mit. Für all die Leute, die sich gerne noch so ein bisschen quasi damit beschäftigen, ihr Haus schöner zu machen. So, hier sind zwei Sachen. Warte mal. Ah, hier sind gleich zwei besondere Truhen drin. So eine und dann nochmal der Zauberstabgriff. Tagebucheintrag einer jungen Frau. 1890. Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Kommt ein Montag, stehen wir uns davon. Ich stehe in Kontakt mit einer freundlichen alten Hexe in Oslo, die sich bereit erklärt hat, Tarik als Lehrling aufzunehmen. Okay. Auch mein Wissen über Zauberstabholz wird sie zu schätzen wissen. Ah, okay, um Zauberstabmacher geht's hier. Zwar werde ich meine Familie vermissen, aber es ist ihre Schuld, dass ich gehe, nicht meine. Sie haben sich wegen seiner Herkunft geweigert, Tarik zu akzeptieren und somit auch mich von sich gestoßen. Ich werde ihnen eine Notiz hinterlassen. Sie sollen wissen, dass ich fortgegangen bin, um anderswo mit der Liebe meines Lebens glücklich zu werden. Die Umtriebe der Koboldanhänger und natürlich auch die Wilderer und Erschwinderinnen haben diesen Ort äußerst unsicher gemacht. Ich hoffe, dass auch meine Familie bald, so oder so, bald geht, so oder so. Ich, wir, Tarik und ich werden bald schon weit weg sein. Ich habe es Tarik bisher verschwiegen, aber ich erwarte ein Kind. Ich werde warten, bis wir sicher sind und ihm dann die guten Nachrichten mitteilen. Ich wage noch nicht, es zu glauben. Ich werde bald schon selbst einen Sohn oder eine Tochter haben. Mein Kind wird nach Hogwarts gehen und unsere kleine Familie vervollständigen. Ich bin voller Hoffnung. Den nächsten Tagebucheintrag schreibe ich vermutlich aus Norwegen. Okay. Brief von Tarik an Ada. Meine teuerste Ada, zuerst muss ich wissen, geht es dir gut? Was für eine Katastrophe unser letztes Rendezvous doch war. Ich bin untröstlich, was geschehen ist. Es war herrlich, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, aber diese verabscheuungswürdigen Koboldanhänger haben doch sehr schnell unsere Anwesenheit bemerkt und begonnen, uns zu verfolgen. Sie scheinen im Besitz irgendeiner schwarzen Magie zu sein, die ich nicht verstehe. Ich bin erleichtert, dass du so schnell disapparieren konntest. Ich blieb und habe so viel erledigt, wie ich konnte, aber musste ebenfalls bald das Weite suchen. Warum haben die Kobolde dieses Gebiet wohl unter ihre Kontrolle gebracht? Wonach suchen sie? Ich weiß nur eines, bald wird hier niemand mehr sicher sein. Meine Liebe, wir haben kurz davon gesprochen, fortzugehen. Hast du weiter darüber nachdenken können? Mir scheint der richtige Zeitpunkt für einen solch drastischen Schritt könnte näher rücken. Wir müssen an einen anderen Ort gehen, um von vorne zu beginnen. Ich habe von kleinen magischen Gemeinschaften in Norwegen gehört. Auch in Spanien soll es welche geben. Es kümmert mich nicht, wo wir sind, solange ich bei dir sein kann. Schick mir eine Antwort mit der schnellsten Eule, die du finden kannst. Ich muss sicher sein, dass es dir gut geht und wissen, ob du bereit und willens bist, dich mit mir davon zu machen. Ah, okay. Okay, die haben sich hier davon gemacht, weil die Kobolde wohl hier ein bisschen Terror verbreiten. So. Wer bist du denn? Hi. Könnte ich Sie wohl gucken? Verzeihung, haben Sie mich gerufen? Das habe ich. Ich bin Marion Moffat. Angenehm. Im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Deary Call zu finden. Ah ja, der magische Vogel, der bei Gefahr verschwinden kann. Seltsame Wesen, nicht wahr? Wussten Sie, dass Muggel sie Dodos nennen? So ein lustiger Name. Ich mache mir Sorgen um einen Albino-Deary Call namens Gwenyra. Sie ist hier eine Legende, also sind natürlich Wilderer hinter ihr her. Ich würde sie wie eine Königin behandeln. Und ich könnte ihre gemauserten Federn für meine Mode benutzen. Sie scheinen sich mehr für die Federn als für den Vogel zu interessieren. Aber bei Ihnen wäre sie wohl sicherer als bei den Wilderern. Ganz genau. Sie würden ihre Federn ausrupfen und sie dann vermutlich töten. Mir gelingt es nicht, sie zu retten. Und ich fürchte, die Deary Calls trauen mir nicht, weil ich mich bei ihrem Bau herumgetrieben habe. Ich halte nach einem großen weißen Deary Call Ausschau. Oh, danke. Diese atemberaubenden Federn. Und sie wäre sicher. Und noch etwas. Sie scheint sich tagsüber zu verstecken. Ich habe sie immer nur nachts gesehen. Ich hoffe, Sie können sie retten. Ach, selbstverständlich. Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob sie das nicht sogar genießt. Ja, ich habe nämlich schon rausgefunden, Freunde, ne? Wir haben ja schon durch unsere Einhörner rausgefunden, ne? Offenbar bei Nacht. Was die beste Methode ist, diese Viecher zu jagen oder allgemein magische Tierwesen zu jagen. Ja, mit Leviosa sind wir da eigentlich bisher immer ganz gut gefahren, weil die Tiere immer auf die Schnauze fliegen, wenn sie runterfallen. Und dann sind sie immer so lange benommen, dass wir genug Zeit haben, sie in den Schnappsack zu bringen. So, ich weiß, dass ich einige Trolle noch töten muss. Deswegen machen wir jetzt mal hier kurz Feierabend. So, ne? Und fliegen dann quasi direkt weiter. Ich habe mich übrigens auch mittlerweile informiert, wie es funktioniert, einem Troll seine eigene Keule ins Gesicht zu hauen. Man muss warten, bis er auf den Boden schlägt. Und wenn dann die Keule auf den Boden aufkommt, dann muss man Flipendo, also diesen Flip
Zauber einsetzen. Dann schleudert er seine Keule quasi sich selber ins Gesicht. Und ich habe auch gegoogelt, was wir tun müssen, um quasi eine Spinnenmatriarchin irgendwie mit dem Kopf in den Boden zu rammen. Das war ja auch so eine Herausforderung. Da müssen wir warten, bis sie auf uns springt. Und dann, wenn sie auf uns springt, müssen wir diesen Zauber einsetzen, mit dem man so die Gegner auf den Boden drückt. Dann schafft man das. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man sowas rausfinden soll. Das wirkt für mich immer sehr random, aber hey, das ne? Das muss der Derrick Hallbau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also, wo ist Gwenyra? Solange wir es jetzt wissen, können wir auf jeden Fall da noch mehr machen. Zum Beispiel, was es mit diesem Verlangsamen auf sich hat, das habe ich auch immer noch nicht rausgefunden. Bist du das? Ja, wunderbar, Freunde. Da haben wir den Vogel doch auch schon. So, zack. So einfach kann's gehen. Ich hab sie. Das muss ich Miss Moffat sagen. Aber warte, muss ich eigentlich noch mehr von diesen Derrick-Calls fangen? Ich glaube nämlich tatsächlich schon, ne? Also allgemein magische Tierwesen fangen, meine ich. Zack. Da oben neun Stück muss ich noch finden, so. Und die haben sich jetzt hier aus dem Staub gemacht, ne? Weil die sich ja immer so... Weil die sich ja so wegteleportieren können. Ah, warte, da unten ist noch einer. Passt auf. Dann nehme ich jetzt an der Stelle auch noch mit. So, oh boy. Das wird nichts, glaube ich. Oder? Doch! Oh mein Gott! Okay. Auch das hat noch funktioniert. Ich tue dir ja nichts. Bin begeistert. Bin wirklich begeistert. Ich meine hier nochmal irgendwo einen gesehen zu haben. Aber ich glaube, ich gebe mich jetzt hiermit erstmal zufrieden. So, und das war's auch schon wieder. So schnell kann man hier eine weitere Nebenquest abschließen. Da müssen wir jetzt, glaube ich... Hier, warte mal, war das? Doch, das müsste dieses Dorf hier gewesen sein, oder? Um das abzugeben? Nee, hier, das ist dieses Schloss. Warte mal, nee. Ich muss nicht zum Schloss, ich muss in das Dorf. Hä, wo gebe ich denn die Quest ab? Hallo? Ein seltener Vogel. Kehre zu Marianne Moffat zurück. Ja, ich habe die auf der Karte gesucht. Ach, da unten. Ach, wir sind in den Norden geflogen, oh mein Gott. Ich dachte die ganze Zeit, wir sind in den Süden geflogen. Das hat sich für mich, aus irgendwelchen Gründen hatte ich im Kopf, dass wir in den Süden fliegen. Ja, dann ist natürlich schwierig, ne, die Dame zu finden, wenn ich in einer komplett falschen Himmelsrichtung suche. So, hi. Oh, hallo. Schon Miss Moffat, ich habe Gwenyra gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Extrem schwer, ich brauche Geld. Sie war schwer aufzuspüren, aber letztendlich habe ich es geschafft. Oh ja, ich weiß. Nun... Kann ich sie jetzt haben? Das war teuer. Ja, aber ich erwarte eine Bezahlung. Das ist wohl angemessen. Ich weiß, wie schwer es gewesen sein muss, sie zu fangen. Sie hat einfach so herrliche Federn. Oh, damit werde ich gewiss die allerschönsten Kleider machen. Und sie hätte natürlich auch ein gutes Leben. Dieses... Viel zu verspätete. Sehr schön, Freunde. Sehr, sehr, sehr schön. Dann hätten wir doch auch diese Quest hier schon abgeschlossen. Ich glaube, das ist auch schon alles, was das Dorf hier zu bieten hat, ja. Aber ich sehe, wir haben hier unten auch noch ein Dorf. Und der Part ist sowieso gar nicht mehr so jung. Also allzu lang machen wir heute gar nicht mehr. Dann erkunden wir doch auch noch dieses Dorf da unten. Und Dörfer haben meistens auch kleine Nebenaufträge für uns. Dann können wir, glaube ich, das vielleicht gleich miteinander kombinieren. Und noch die ein oder andere spannende Aufgabe lösen. Gucken wir mal nach. Jawollo. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, ich aktiviere mir auf jeden Fall die Flohflamme hier vorne wieder. Wie heißt denn der Ort hier? Bainborough. Oder Bainborough, sagt man dann, glaube ich. Ich glaube, man sagt immer so Borough. Auch wenn es bra, wie so Bruck geschrieben, ne, so bra. Aber ich glaube, Burrow ist da die faste Bezeichnung. Aber vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß es nicht. So, hier schließen wir auf. Und dann nehmen wir uns gleich mal auch hier die Truhe wieder mit. Mit dem Quidditch-Ausrüstungs- irgendwas, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe Ausrüstungssaal gelesen. Aber ich glaube nicht, dass man da einen ganzen Saal finden kann, oder? Hallo, Homura. Das würde irgendwie recht wenig Sinn ergeben. Warte mal, du musst schon nach oben. Sehr gut. Und du musst hier schräg runter. Wie gesagt, wenn wir schon mal hier sind und es auch Nacht ist, können wir uns auch gleich um die Demigeist-Statuen kümmern. So.
Gleich einmal alles, weil mal ein Tagebucheintrag von einem Mitglied der Erschwinderin. Ach, scheiße. Also die sind auch überall. So ganz muss ich auch sagen, habe ich noch nicht so verstanden, was die Erschwinderin jetzt eigentlich machen. Also so, die existieren und sie sind böse und so. Und aber irgendwie Wilderer und Erschwinderin und so, das wirkt irgendwie alles, die wirken alle total gleich. Das sind also alles irgendwie die bösen gleichen Zauberer, die einfach alle nur Böses über die Welt bringen wollen. Warum auch immer. Da musst du hin, okay. Also was jetzt genau die Erschwinderin sind, ich meine, die haben ja, glaube ich, irgendwas mit Rookwood zu tun. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Oder habe ich das nicht richtig verstanden? Ey, ne? Das ist der absolute... Ich spiele seit 74 oder 75 Parts dieses Game. Aber wirklich verstanden habe ich immer noch nicht alles. Oh, da ist auch nochmal eine spannende Truhe. Ich hoffe, er wurde nicht entführt oder gegessen. Entführt oder gegessen? Das klingt nicht so gut, junge Frau. Aber hier vorne ist noch ein Demi-Guys. Den will ich auch noch mitnehmen. Keine Ahnung, ob ich die überhaupt noch brauche. Also ob die Demi-Guys-Quest noch in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Aber alle Sammelquests sind ja bisher so konzipiert, dass wir eben nicht immer alles brauchen. Dass wir nur genügend von etwas brauchen, um die Quest abzuschließen. Ich vermute, dass es bei diesen Demi-Guys-Statuen ganz ähnlich ist. Aber ich meine, na, wenn wir schon mal da sind, dann gönnen wir uns das. So, was ist das Problem? Wo drückt der Schuh, Agnes? Hallo, Madame. Ist alles in Ordnung? Ich bin außer mir, seit Rococo davongelaufen ist. Mein geliebter Niffler. Es tut mir leid, dass Ihr Haustier vermisst wird. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen. Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein, hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rococo weg. Ich mache mir solche Sorgen, aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist, ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Warte mal, waren wir da nicht? Ich halte Ausschau nach Rococo. Oh, das ist wirklich lieb. Aber bleiben Sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Am besten mit Henriettas Schätzen. Sie hat sicher nichts mehr dagegen. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Aber ist das genau der Ort, wo wir jetzt schon waren? Wir müssen jetzt einen Niffler retten. Oh boy. Dieses Versteck? Das ist genau da, wo... genau da waren wir! Oh my fucking God! Und jetzt komme ich wieder hierher zurück wie ein Frisbee, oder was? Okay, passt auf. Wir kennen den Ort. Ich suche den Niffler. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Wir sind wieder im Versteck, Freunde. Wir sind zurück. Diese Menschen müssen von Miss Coffees Niffler stammen. Wir folgen hier den... Schätze. Wir folgen dem. Das ist nicht zu übersehen. Ah, warte mal, du musst erstmal hierher kommen. Genau, damit du nämlich hier reingesaugt wirst. Ah, was? Als ob du nicht da reingesaugt wirst. Warum? Ah, doch, wirst du. Da muss man irgendwelche Gegenstände da drauf feuern, genau. So, und wenn wir hier den Goldmünzen folgen, dann kommen wir, glaube ich, genau an den Ort, wo wir hinwollen. Vor allem, wie gesagt, wir haben das alles schon aufgemacht, ne? Wir waren hier schon. Ich habe noch so gesagt, oh, vermutlich. Vermutlich werden wir den jetzt hier gleich irgendwo finden, ne? So, jetzt passt mal auf. Dann mach ich kurz hier. Warte mal. Ich hole den Niffler, wenn ich schon hier bin. Warte mal, ich war vorher exakt in dem Raum, ne? Aber ich habe nicht diese Riesenkiste da geöffnet. Was ist denn mit mir los? Ja. So, Rococo. Dann komm mal her. Was geht? Ja, sehr schön, dass wir den Ort hier schon komplett erkundet haben. Das gefällt mir. Ich hoffe, Miss Coffee zeigt sich dankbar. Ja, mit Sicherheit. So. Und dann machen wir direkt wieder den Schuh. Übrigens, ich finde, das ist auch wirklich ein absolut interessantes Dorf. Ne? Hier ist so, ich habe niemanden gesehen, außer ein paar Katzen. Und dieser eine Person hier vorne. Hallo? Ah, nee, da oben sind auch noch welche. Okay, ich sag gar nichts. Aber trotzdem, ich glaube, hier zu wohnen ist so lame. Miss Coffee, so 10 Leute. Ich habe ihren Niffler. Du liebe Zeit, wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Wie geht es meinem Rococo? Kann ich ihn zurückhaben? Ja klar, aber ich will Geld. Der Kampf gegen Erschwinderinnen und die Suche nach dem Niffler waren nicht leicht. Ich verdiene eine Belohnung. Natürlich. Mir war nicht klar, was sie alles getan haben. Das war viel Arbeit. Für meinen kostbaren Liebling gebe ich alles. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker. Mein gefräßiges Kerlchen.
Ich kann's kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. Ja, kein Problem. Dann führe ich Rococo an der Leine, wenn wir rausgehen. Sehr schön. So, dann hätten wir Rococo auch gerettet. Ich glaube, wir hätten noch hier im Dorf tatsächlich alles gefunden, ne? Und dann bin ich, glaube ich, erstmal happy hier unten. So, dann, wir haben hier noch ein Dorf. Hier Crackcroft. Das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal noch erkunden, ne? Aber dann habe ich, glaube ich, auch wirklich alle Dörfer tatsächlich hier im Süden erkundet. Sehr, sehr interessant, Freunde. Das ist spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Danke fürs Zuschauen. Das war Hogwarts Legacy für heute. Haut rein! Und noch ein großes Dankeschön an JT90PRL, Hükrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.